Ja, Leute, willkommen zurück zum weiteren Part von Pokémon Feuerrote Edition. Ja, es ist an der Zeit, dass wir uns endlich in Richtung Siegesstraße begeben, denn wir haben endlich alle 8 Ordner, die uns diesen Zutritt ermöglichen. Ja, zuerst mal erst noch das hier, denn ich konnte das, glaube ich, ursprünglich gar nicht aufmachen. Ich wusste gar nicht, dass hier ein Typ steht. Hat der irgendwas Besonderes? Gen, ich bin wohl eingenickt. Ich habe geträumt, dass Traumauto meine Träume Traumfresser, nicht wahr? Und ich erlernte das Fressen von Träumen. Das ist unheimlich. Lass mich einen deiner Pokémon Traumfresser beibringen. Ja, nee, warte mal. Traumfresser ist... Nee, das geht nicht auf das eigene. Das geht nur, wenn irgendwer pennt. Und es kann sowieso keiner lernen, verdammt. Ah, ich hatte gerade irgendwie im Kopf, dass das so ist, wenn man selbst schläft. Nee, stimmt ja gar nicht. Das geht nur, wenn der Gegner schläft. Das heißt, wenn irgendwer Schlafpuder oder sowas drauf hätte oder ähnliches, wäre es ganz fresh. So, wie laufe ich eigentlich am besten? Was soll denn das hier schon wieder? Da ist irgendwas versteckt, nicht wahr? Nee? Was bringt er? Ja, ich frage gar nicht nach. Oh nee, stimmt, der Rivale kommt jetzt auch. Was, Nemado? Was für eine Überraschung. Du bist also auch auf dem Weg zur Pokémon-Liga, oder? Du bist jetzt doch alle Orden, das ist cool. Nemado, ich werde mich für die Pokémon-Liga aufwärmen, indem ich dich besiege. Also, los geht es. Ja, es kommt noch mal ein Rivalenkampf. Mal schauen, was der so geleistet hat, weil in den letzten Kämpfen war er nicht sonderlich überragend. Mittlerweile hat er sogar schon 6 Pokémon. Krass. Level 47. Okay, das könnte interessant werden. Ich glaube, ich wechsle gleich mal direkt auf Raichu. Let's go. Weil anders habe ich gegen das Taubos, glaube ich, keine Chance. Also in Jugend hat es natürlich auch mit einer Eisattacke ein bisschen Vorteile, aber ich glaube, das wird nicht ausreichen, ne? Um dem gut Damage zu machen. Volltreffer und das zieht nur 30 ab. Perfekt. Das nutze ich gleich mal aus. Ein schöner Donnerblitz. Ja, und die Statik wirkt auch noch. Jetzt müsste ich schon fast hoffen, dass ich nicht treffe, weil dann könnte ich mich sogar nochmal heilen. Aber das wird ein schöner Treffer werden. Und ich glaube, ja, das war's mit Taubos. Ja, ein Donnerblitz, den. Wenn du den abbekommst und der ist sehr effektiv, dann hast du natürlich nur geringe Chancen. Und das muss auch gerade mein schöner Rivale feststellen. So ein Rihuan kommt auch noch. Okay, jetzt ist Jugong wieder cool. Das heißt, er wird später sogar mit der Weiterentwicklung wahrscheinlich kämpfen und so weiter. Ja, ich bin schon ein bisschen natürlich am Überlegen, was wird der alles so haben? Also, ein Owei hatte der, glaube ich, ja auch schon. Sprich, ein Kokowei wird auch Thema werden, ne? Sprich, ich kann mich gut seine Pokémon einprägen, ne? Gut, einmal ein schöner Surfer. Und das wird Jugong auf alle Fälle hinbekommen. Ich meine, der Drihorn, von dem ist er, glaube ich, sogar schwächer als das vom Arenaleiter. Von Giovanni. Das wäre ein bisschen höher. Aber ja, vielfach schwächer halt. Sowas kommt noch. Oh, weil, wie erwartet. Leider, glaube ich, nur Typ Pflanze am Anfang. Psyche hat es noch nicht, weil ansonsten würde ich jetzt sagen, wäre eigentlich Jugong auch immer ganz cool. Oder? Ne, Blödsinn, Käferattacken. Okay, ne. Ich gehe auf Nidoking, let's go. Wir probieren jetzt. Vielleicht ist es sogar schon Typ Pflanze-Psycho. Weil dann hätte er auch die Vierfachschwäche gegen Käfer. Ja, ja, so gesehen ist natürlich mein Team eigentlich ganz krass. Also gegen den Rivalen haben wir gute Chancen. Da muss ein bisschen was Besseres kommen. Ja, es reicht auf alle Fälle. Jetzt zerlege ich einfach mal sein komplettes Team. Gut, das Taubos kam natürlich ungünstig in dem Moment, aber ey, da wollen wir gar keine Sorgen machen. Und es kommt noch das Simsala. Joa. Aerodactyl, let's go. Schauen wir mal, ob er irgendwas ausrichten kann. Sein Level wird halt das Problem sein. 39 ist ein bisschen zu gering. Fang gegen 47er, verdammt. Ja, komm, mach mal. Ja, wie erwartet, also bist du sehr effektiv, aber für mehrere... Achso, ja, okay, gut. Ich habe nie was gesagt. Und so ist es natürlich krass. Psychokinese, verdammt. Okay, ich halte es zwar aus, aber es... Vielleicht klappt es mit Fliegen, dass er down geht. Okay, es kommt nur der Seher, das heißt, er trifft mich erst später. Ja, es geht sich aus, perfekt. Aerodactyl hat es geschafft. Aber der Kerl hat doch wirklich komplett laienhaft gerade gekämpft. Da war ja gar nichts, was das war. So ein Turtok noch.
Ja, hier ist wieder Raichu cool. Ja, das wird wahrscheinlich sein Team am Ende sein. Also wird das Rihorn wird sich noch entwickeln, das Owe wird sich entwickeln. Und das war's dann wahrscheinlich. Taubos hat er schon. Turtok hat er schon. Und that's it. Und Simsalada. Ja, ja, also sein Team ist berechenbar. Lol, das. Ja, stimmt, das Ding überlebt hat ja auch noch. Und dann kommt der mit Regentanz. Das ist mit dir eigentlich falsch. Hau doch gleich volle Kanne mit Hydropumpe oder sowas rein, oder was auch immer der kann. Zumindest irgendeine stärkere Wasserattacke, bitte. Oh, der Seher trifft mich noch. Das könnte aber kritisch werden, es geht sich aber aus. Ja, that's it. That's it. Case close. Ah, den Seher habe ich gerade vergessen, dass der noch kam. Hatten das wirklich schon 3 Runden? The fuck? Ja, soll so sein. Und der Aerodactyl Level 40. Ach, Leute, der hat noch eins. Fukano. Okay, Nakani wird also später auch noch im Team haben. Ich habe gerade überlegt, was er sonst noch haben könnte. Stimmt, der hat sein 5. noch gar nicht eingesetzt. Also 6. Ja, Fukano wird sich also... Also er wird sicher nochmal auf uns treffen, natürlich. Deswegen... Ich bin dann vorbereitet. Ja, einmal Surfer und dann sollte die Geschichte gegessen sein. Also ein Fukano Level 45 wird mir natürlich keine Probleme bereiten. Auch interessant, er kann natürlich die Entwicklungen relativ gut selbst entscheiden, was er macht. Denn sowohl Owe als auch Fukano entwickeln sich ja nur mit den Steinen. Deswegen auch das immer zu empfehlen, dass man mit diesen Entwicklungssteinen immer abwartet. So wie es ich getan habe bei Pikachu. Weil sonst hätte ich jetzt den Donnerblitz nicht drauf. Das war ein gutes Aufwärmtraining. Ich bin gut auf die Pokémon-Liga vorbereitet. Nemado, auch wenn du gewonnen hast, musst du mehr trainieren. Ich glaube, du bist dir dessen bewusst. Bis dann. Ja, aber wenn wir so gut schon kommen, dann passt das ja. Gut, dann lasse ich nochmal ganz kurz zurück, denn mir ist aufgefallen. Oder eingefallen. Ich habe noch gar nichts eingekauft. Also ich muss mich noch ein bisschen vorbereiten, ne? Ich meine, es gibt zwar auch dann später noch einen Shop bei der Pokémon-Liga. Dort müsste dann bei dem auch Top-Genesungen und solche Sachen geben, also... Das ist das wenigste Problem. Aber Leute, ich mache mir gerade gar keine Sorge. Ich meine, wenn wir schon den Kerl so ohne das Weitere wegputzen, ne? Was wird denn dann erst in der Pokémon-Liga sein? Und der wäre ja schon relativ stark. Ja gut, okay. Top 4 ist nochmal ein Stück stärker. Kann ich euch versprechen. Achso, oh nee. Also hier kann ich ja schwer einkaufen, weil hier sind es nur normale Tränke und alles. Ja gut, dann müssen wir es mit den Mitteln schaffen, die wir haben. Ich meine, 14 Hypertränke oder so sind es noch. Ein paar Top-Tränke, ein paar Top-Genesungen. Tafelwasser habe ich viel, das weiß ich. Wo komme ich hier eigentlich hin? Lol. Das links unten ist einfach nur eine Sackgasse. Ja, also es geht sogar nur der Weg. Ist halt dieser Weg, dass man zurücklatschen kann. Level 3 Amenki. Ja, hier sind die Pokémon jetzt noch ein bisschen unterentwickelt. Liegt auch daran, weil hier einfach noch nichts Besonderes ist. Also erst wenn wir das Tor zur Pokémon-Liga betreten, dann wird es wieder krass. Und das machen wir jetzt. Oh, du trägst den Felsorden, dann darfst du weitergehen. Ach so, stimmt ja, jetzt muss ich erst alle Dinge wieder durchgehen. Der fragt mich jetzt hier nach dem Orden. Du darfst nur passieren, wenn du bereits den Quellorden hast. Wunderbar, du trägst den Quellorden. Ja, das müssen wir uns jetzt 8-mal anhören insgesamt. Du darfst nur passieren, wenn du bereits den Donnerorden hast. Wunderbar, du trägst den Donnerordner. Das war die 3. Arena gegen Major Bob. Was ist hier links? Also nix. Okay. Du darfst nur passieren, wenn du bereits den Farborden hast. Wunderbar, du trägst den Farborden. Farborden müsste bei Erika gewesen sein. Also, Prismania City. Ja, und jetzt wird es sogar noch lustiger. Jetzt brauchst du sogar Surfer. Du darfst nur passieren, wenn du bereits den Seelenorden hast. Wunderbar, du trägst den Seelenorden. Das war das Ding von Sabrina. Ich weiß gar nicht, können hier wieder Pokémon auftauchen? Normalerweise schon, glaube ich. So, next one. Du darfst nur passieren, wenn du bereits den Sumpforden hast. Wunderbar, du trägst den Sumpforden. Das ist der von Koga.
aus Foxania City und tatsächlich hier tauchen wilde Pokémon auf. Ein Enton mit Level 23. Alter, lame. Aber richtig. Okay, das haben wir überstanden. Okay, jetzt kommt wieder Gras. Was wir, wo wir, glaube ich, stärkere Pokémon treffen können. Schauen wir mal, was kommt so vor. Ein Ibitak mit 42. Erstmal Aurora streike ich direkt. Boah, Schnabel, verdammt, das tut weh. Gut, ist nicht so schlimm, wie ich erwartet habe, aber das kann schon ins Auge gehen. Und der Aurora-Strahl, der reicht nicht mal. Ja, ich glaube, ich werde jetzt bei der Siegestraße relativ viel Fokus legen auf Yugong, dass der noch den Eisstrahl lernt. Weil sonst geht das echt in die Hose, glaube ich. Ich meine, mehr als dass ich offscreen ein bisschen leveln muss, kann so gut nicht sein. Nur wir haben halt nicht mehr so viele Möglichkeiten noch. Ich meine, das einzige Gute, was wir haben, ist, ich schaue kurz, was noch so auftaucht hier. Das einzige Gute ist, dass natürlich die Top 4 auch gut Level bringen. Mankey? Einfach auf Level 32 nur, aber... Hä? Dass das da auch noch auftaucht? Ja, gut, okay. Das wird jetzt aber hoffentlich durch den Aurora-Schall draufgehen, bitte. Als ob. Als ob. Gut, wenigstens trifft das Gegnerische nicht. Da taucht einfach auch so ein unterentwickeltes Mankey auf. Sorry, aber kein Bedarf. Stellt vor, jemand hat noch vor, so ein Rasaf zu trainieren, bis zur Pokémon-Liga fängt sich dann Level 3er davor und dann taucht er ein 32er auf. Du darfst nur passieren, wenn du bereits den Vulkanorden hast. Wunderbar, du trägst den Vulkanordner. Dann ist der aus der Zinnoberinsel. Von Pyro. Ich glaube, irgendwelche Items tauchen hier gar nicht mehr auf. Ne. Hier ist noch ein bisschen hohes Gras. Mit einem Arlbock. Was Level 44 ist. Ah, der Gift-Typ, der ist halt leider nichts wert. Das ist das Problem. Jetzt verstehe ich bei der Way auch, warum immer noch Nidoking und Nidoqueen kaum Gift-Attacken erlernen können. Weil Gift einfach komplett useless ist. Das hat, ich glaube, es gibt im Feuerrot einen Typen, wo es dir was bringt. Und das ist halt tatsächlich der Pflanzentyp. Und das ist. Und nur für Pflanze hole ich mir ja kein Gift-Typ mehr. Kreideschrei, verdammt. Okay, jetzt müssen wir es beenden, ganz schnell. Weil sonst geht vielleicht sogar Yugong noch down. So viele Beleber habe ich auch nicht mehr. Ich meine, ich habe zwar kaum welche eingesetzt, aber ich will auch kaum welche verwenden. Und verdammt! Ja gut, wenn du nochmal Kreideschrei einsetzt und der trifft halt nicht mal. Stimmt, Kreideschrei hat eine geringe Chance, dass er nicht trifft. Ich glaube nur 90er Genauigkeit oder so. Gut, was es verursacht, ist halt natürlich auch logisch. So, und wo ist die letzte Wache? Hier ist sie. Du darfst nur passieren, wenn du bereits den Erdorden hast. Wunderbar, du trägst den Erdorden. Okay, setze deinen Weg fort. Und hier ist sie, die Siegestraße. Ja, und was hier jetzt kommt, ihr könnt es euch schon denken, die stärksten Trainer überhaupt. Also wer hier wirklich regelmäßig hergeht und trainiert, der hat Eier. Aber richtige Eier, wie Oli Kahn sagen würde. Da brauchst du Eier hier, um wirklich gut voranzukommen. Und vor allem, hier ist halt wirklich, also hier fühlt sich Yugong wirklich gut. Vor allem das Level wird jetzt nochmal ordentlich enorm werden. Onix 46. Also ich werde jetzt keine Konfrontation aus dem Weg gehen. Ich werde das wirklich durchziehen. Muss ich ja auch. Ich bin auch noch am überlegen, ob ich schauen könnte, dass irgendwer den Gigasauger lernt, also Pflanze. Okay, hier komme ich schon mal nicht weiter. Das wird mir nämlich nur den Weg versperren. Nächstes Onix. Diesmal aber nur Level 40. So, bam, ja.
Es sind halt nur 600 EP im Gesamten. Und weil es auch noch gesplittet wird, ist das... Hä? Was ist das? Ist das ein Ausgang oder was soll das genau sein? Also da war ich jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Ich kann da gerade wirklich nichts anfangen damit. Gut, ich werde meinen Surfer jetzt kurz mal aufbewahren. Aquawelle reicht komplett gegen Onyx. Dann werden wir heute noch die ersten Anfänge eben machen hier in der Siegestraße. Aber mit dem Ding hier kann ich jetzt gerade relativ wenig anfangen. Gut, vielleicht brauche ich da irgendeine Fähigkeit. Ich weiß es nicht. Hä? Nee, da muss ich mit dem Rad auch drüber. Okay, die wollen echt, dass du alles findest bis dahin. Ich meine, what the fuck? Das ist jetzt gerade schon ein bisschen gruselig irgendwie. Dass die ein Rad dabei... Aber wirklich, das ist doch so ein Rad... Ja, das ist so ein Radstreifen. Fail, Alter. Jetzt muss ich das Rad wieder auf Select legen. Warum muss ich das jetzt tun, ey? Wo hab ich denn das überhaupt? Hier, Fahrrad. Hä? Oder ich komme ja gar nicht weiter. Das kann auch sein. Und ein Kleinstein taucht auch noch auf. Aber das Ding war doch was, was ich nur mit Dingen machen konnte, mit Fahrrad. Das war so eine Rampe. Oder bin ich jetzt blöd? Ach, warte mal, nee, das hat nichts mit Fahrrad zu tun. Ich glaube, jetzt habe ich es geschnallt, was Sache ist. Ja. Also das Ding da vorne, das ist, hat schon einen Grund. Ich muss den scheiß Felsen darauf schieben, nicht wahr? Ey, bin ich eigentlich blöd. Kann ich fliehen kurz? Nee, verdammt. Ja, Giftblick auch noch. Das heißt, ich kann, glaube ich... Wäre ich jetzt vergiftet oder kann ich nicht fliehen? Ich glaube, ich würde... Achso, nee. Paralysiert werde ich. Da dies. Ach, geh mir aus dem Weg, du scheiß Abo-Quick. Ich geh's mir nur im Sack grad. Ja, mit wem mache ich das? Aerodactyl? Ja, komm, einmal Antikraft und down. Natürlich auch deswegen, weil Aerodactyl gegen Gift jetzt nicht wirklich krasse Probleme hat. Leider habe ich den Stahltypen nicht. Okay, es bringt gar nicht mal so viel. Ach so, stimmt ja. Antikraft war eher bezüglich Steigerung von allen Werten. Deswegen hat das Ding ja auch nur 5 AP. Oh, der Biss, der ist so lieb. Das kann ich aber auch. Bam! Ich hasse Arbok. Dann machen wir es jetzt mit Fliegen zu Ende. Ey, was ist gegen Gifte nochmal effektiv aus der Stahl? Da gab es ja einige Sachen, glaube ich. Aber irgendwie fällt mir gerade auf spontane Art nichts ein. Das liegt auch daran, weil ich mich mit dem Gifttypen mit Abstand am wenigsten befasse. Ja, das ist es. Das ist es. Hundertprozentig. Und ich wette, das Teil da rechts oben, das wird dann eingeklappt oder so. Ich meine, was soll das bitte sonst für einen anderen Grund haben? Wieder ein scheiß Kleinstein. Gut, das bekämpfe ich jetzt aber nicht. Also die erst entwickelt sind, auf die habe ich gar keinen Bock. Sag ich so, wie es ist. Ja, natürlich. Oh Mann. Das Problem ist, ich brauche halt die Level. What the fuck, Feuerodem, warum? Ich meine, probier's halt. Übrigens, die Pokémon später werden sogar noch stärker. Also ich könnte mich erinnern, in der Siegestraße tauchen sogar welche mit Level 50 und so auf später. Und die Menge, die auftaucht, ist auch nicht ohne. Marshock, hallo! Da muss ich jetzt aber leider mal sofort wechseln.
Gegen Marshall, glaube ich, habe ich relativ wenig Chancen. Ne? Ja, also ich sag mal, bis zum Champ Level 50er Team ist auf alle Fälle mein Ziel. Was heißt, wir werden in der P-Teile nachher dann noch ein bisschen weitergeben. Ne? Ich sag mal, bis Aerodactyl so Level 47 ist, kann er noch behalten. Ne? Aber danach muss er halt schon mal zurückstecken auch. Ey, als ob Fliegen nicht gereicht hat. Gut, er setzt nur Gesichter ein, da passt schon, aber trotzdem. So, bis brauche ich nicht einsetzen, weil das bringt nichts. Ja, muss ich nochmal Fliegen machen. Ja, jetzt geht Vergeltung. Ein bisschen zu spät, Kollege. Ein bisschen sehr spät. Hätte das mal Fliegen gemacht, wäre ich draufgegangen, hundertprozentig. Weil das mussten wir leider schon in der Arena schmecken. Der nagelt sich natürlich jetzt auch die ganzen EP ein. Noch immer. Aber ja, das war von Anfang an eben der Plan. So passt's. Ja, tatsächlich, der Weg ist offen. Das war's also. Boah, ich hoffe, dass von diesen kleinen Steinen keiner irgendwie die Fähigkeit hat, dass ich nicht fliehen kann. Und vielleicht sollte ich mal von Yugong auch die Paralyse heilen. So. Schattenglas übrigens. Stimmt, da wären Unlichtattacken ja besser. Was hat der Aerodactyl nochmal? Achso, ja, der EP-Teiler. Nee, gut, dann kann ich jetzt noch nicht einsetzen, verdammt. Habe ich sonst noch irgendwelche Items gras? Ja gut, die ganzen Calcium-Geschichten halt. Die werde ich aber sowieso noch einsetzen. Das wird denen, die ein bisschen schwächer sind, noch ein bisschen was geben, ne? Ein Zubat taucht auch auf. Das heißt, ein Golbat wird ja auch irgendwann mal Thema sein. Verdammt, das heißt, ich kann mich schon auf Superschall auch vorbereiten. Und hier ist der erste Trainer. Glaubst du etwa, du kannst es mit mir aufnehmen? Ich glaub's nicht nur, ich werd's. So, schauen wir mal, was die so vorhaben. Also, Ass-Trainerin Naomi. Snobilikat ist das erste. Die Trainer wollen es natürlich ja auch wissen. Boah, komm. Fangen wir mal an, ganz normal mit einer. Ich wollte gerade sagen, der kommt mit Kreideschrei gleich direkt. Wir beginnen mit einer Aquarelle, komm. Bisschen Verwirrung und schauen, was das so Auswirkungen hat. Ehrlich gesagt, nicht viele. Zahltag. Habe ich auch nichts dagegen, bringt ein bisschen mehr Kohle. Ich glaube, wenn es dagegen einsetzt, bringt es nämlich auch was. Und nochmal Zahltag. Ja, hau noch mehr Münzen herum. Perfekt, mach. Wer will nicht Geld haben heute? In Zeiten der Inflation ist jeder Cent ein Gewinn, den man einfach so bekommt. So, Yugong Level 43. Also ich glaube, ich habe es im letzten Part ja auch schon erwähnt gehabt. Es müsste irgendwas mit Level 51 sein, wo dann Yugong den Eisstrahler lernt. Das heißt, auf das werde ich auf alle Fälle hinarbeiten. Ne? Auch wenn es ein weiter Weg bis dahin ist. Wenn ich im Nachhinein drauf komme, dass Europe den früher erlernt hätte, werde ich mich sowieso ärgern. Ich würde sagen, den Trainer machen wir auf alle Fälle. Nee, nicht Hypertrank. Ja, 24 Minuten. Okay, den Trainer machen wir auf alle Fälle noch und dann ist der Part eh für heute schon lange genug. Siegestraße werde ich mir ein bisschen mehr Zeit lassen. Ne? Vor allem Fun Fact, ich glaube, heute ist ja der 50. Part sogar schon. Also die Hälfte der 100 haben wir mittlerweile. Lol, da schaltet er sich jetzt gerade selbst aus. Okay, geht sich aus. Bodycheck, macht er sich selbst auch Schadner. Warum muss Ponita auch so viel wegstecken? Galoppa wäre. Also hätte ich Kluak nicht genommen, dann wäre Ponita später Galoppa tatsächlich eine ernsthafte Alternative gewesen. Apropos Galoppa, das kommt jetzt. Und man muss sagen, die Starter machen halt schon wirklich viel aus. Und... Oh.
habe auch keine Limonade mehr und so eine Scheiße. Verdammt! Die kommen mit Attacken, die rechnest du auch gar nicht. Stampfer wieder. Gut, hätte ich nochmal kurz abwarten können, aber ja, wollte ich halt nicht. Nochmal Stampfer, warum darf der zuerst? Gut, das sind jetzt aber genau 50, die fehlen. Das heißt, einmal Tafelwasser und die Geschichte ist erledigt. Ja, in der nach der Siegestraße dann in der Pokémon-Liga, da werden wir erstmal fett einkaufen. Also da werden einige zehntausende Poké-Dollar flöten gehen. Vulpix kommt auch noch. Setzt die voll auf Feuer-Pokémon. Warte mal, Vulpix. Das heißt, nachher kommt ein Vulnona, 100%. Ich sehe dann noch eins. Also wenn die nachher nicht auf Vulnona setzen, dann weiß ich auch nicht. Also safe, komm, das kannst du mir doch nicht erzählen, wenn da jetzt kein Vulnona kommt. Natürlich kommt ein Vulnona. Gut, ich wechsle kurz mal aus wegen AP. Wer könnte noch? Nidoking, jo. Mach mal. Einmal Schaufler. Dann ist das auch wieder erledigt. Ich hoffe, dass sich der Schaufler ausgeht. Vor allem, der wollte mich jetzt gerade mit ihr nicht eine Verbrennung geben. Oh Gott. Ey, solche Ärsche. Jetzt setzen sie immer mehr auf Statuswerte. Gut, Volltreffer. Ich glaube sogar, ich hätte mich fest damit gerechnet, dass sich der Schaufler nicht ausgeht, weil er einfach zu schwach ist. Aber passt schon. Ja gut, ich glaube, ich werde relaxter dann mal Erdbeben erlernen, hätte ich auch gesagt. Da hinten ist die Leiter, dann ist dort nur ein Item, okay. Ich hasse es, wenn diese erstentwickelten Pokémon kommen, die sind nur Zeitverschwendung. Ja, da hinten ist nur ein Item. Ich hoffe, das ist was Wertvolles. Das sind sogar zwei. Ach, ich muss mich für eins entscheiden. Man kriegt nur eins davon. Das ist jetzt eine gute Frage, welches ich nehme. Machen wir es so. Sonderbonbon, das war eine gute Auswahl. Wobei, wenn oben eine TM war, hasse ich mich. Wobei, wir können das ja eh sowieso umgehen. Das ist ja gar kein Problem, wir können das umgehen. Nur wenn wir jetzt schon so eine Entscheidung, Entscheidungsgewalt hier vorgeworfen werden, dann ist die Chance groß, dass das nochmal passiert. Deswegen, ich werde mir beide Sachen holen. Wie werde ich das machen? Ganz einfach, wir werden kurz mal die Flucht ergreifen. Sprich, dass wir den wilden Pokémon aus dem Weg gehen. Ein paar Fluchtzeile haben wir noch. Wait. So, passt. Und nochmal rein. Wird das jetzt wieder resettet? Shit. Das hatte ich befürchtet. Das war nämlich jetzt gerade... Aber ja, ich will halt eben alles zeigen. Es kommt auch dazu. Gut, dann kommt jetzt eh der Top-Schutz. Ich habe nur 5 Top-Schutz? Scheiße, stimmt ja. Ich weiß ja. Wo war denn das nochmal? Irgendwo habe ich ja 5 Top-Schutz eingesetzt gehabt. Vor allem bringt er gerade richtig viel, wie ihr seht. LOL. Verdammt, ich hab mich verdrückt. Ey, ich komme aber zu ihm auf diese eine Taste, da wo ich dieses Menü öffne. Aber ja, was man nicht alles für Items tut, oder? Ihr seht's ja selbst gerade. So, zack, zack, zack. Zack. Da muss man echt aufpassen, weil wenn man einmal den Fall schiebt, dann kritisch. Gut. Ja, ich glaube, das wird nicht das einzige Rätsel in die Richtung gewesen sein. Da kommt sicher noch einiges mehr. Aber das ist einfach, wie kreativ die früher alle waren. Also von Game Freak, Nintendo und so. Und wenn du im Vergleich mit heute ist, das ja wirklich
schon fast ein bisschen traurig. Und die Entwickler von Game Freak, die ist ja bekannt. Dass man es nicht von schwer, von unbedingt schwer auf einfach macht, sondern von schwer auf super einfach. Und der EP-Teile ist halt auch noch immer so ein Thema. Ich weiß, ich setze ihn jetzt auch ein, aber hier kannst du ihn wenigstens vernünftig einsetzen, ohne dass du sagen kannst, du machst es dir zu einfach. Weil hier wenigstens sich der EP-Teiler laufend läuft und nicht auf alle geht. Ich meine, der EP-Teiler ja in den heutigen Spielen, der multipliziert die ganzen Sachen ja wirklich auf bis aufs Unermessliche. Da kriegst du mit einem einfachen Pokémon insgesamt, wenn du alle EP, wenn du 6 Teammitglieder hast und alles zusammenrechnest, kommst du eh wahrscheinlich so oft um die, keine Ahnung, 1000, 2000 auch bei den einfachen Sachen. Drachenklaue war hier! Eine Drachenattacke! Warte mal, Drachenklaue war glaube ich sogar eine, die sehr effektiv immer ist. Das ist heftig gerade. Eine Drachenklaue war hier versteckt. Also bin ich sogar gerade echt am Überlegen, was wirklich besser gewesen wäre. Das Sonderbonbon, gut, Sonderbonbon bringt ein Level mehr. Aber Drachenklaue, wenn das wer erlernen kann. Ich stelle mich hier kurz mal hin, bevor mich das sieht. Im Kampf will ich jetzt keinen mehr. Aber die Drachenklaue will ich mir kurz jetzt noch angucken. Was hat die genau für einen Wert? Oder beziehungsweise was? Nummer 2. Der Gegner wird mit riesigen, scharfen Klauen verletzt. Ich glaube, das könnte vielleicht sogar ein Glurak erlernen, tatsächlich. Und der Aerodactyl auch. Boah, Drachenklaue statt Steinhagel, ich weiß nicht. Irgendwie schon verlockend. Oder Aerodactyl. Ich weiß nicht. Da lasse ich mir noch Zeit. Ich meine, dann müsste ich die Loe-Kanonade wieder verlernen oder den Steinhagel geben. Ich glaube, der Steinhagel, der würde es eher treffen. Aber Drachenklaue ist ja schon eine geile Geschichte. Vor allem, das trifft ja auch eigentlich relativ gut immer effektiv. Nur gegen... Und vor allem, weil er keinen Drachentypen hat, ist das ja noch besser. Das werde ich mir überlegen, Leute. Na gut, dann würde ich sagen, an dieser Stelle ist dann Part lang genug. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao, ciao.